gerade schwer entflammbare Chemikalien wie in Matratzen, wie in Möbeln, wie in Vorhängen, gerade Kleidungsstücke, die schwer brennen, aber die auch so schweißabweisend sind, sehr viele Sportunterwäsche. Das ist alles hohe Toxizität, wenn das auf uns Menschen direkt auf der Haut ist, auch andere Medikamente. Das hat alles Einfluss und wir ordnen es ein als Toxin, als Gifte. Und wenn man den Beipackzettel liest, dann sieht man Nebenwirkungen. Das sind nicht Nebenwirkungen, das sind die Wirkungen dieses Medikaments, die dann zu diesem Symptom führen. Vielleicht könntest du noch mal so einen kleinen Überblick geben, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, was aus deiner Sicht, aus deiner jahrzehntelangen Erfahrung, die weit verbreitetsten oder die giftigsten, die wichtigsten, die relevantesten Toxine sind. Es gibt ja unfassbar viele, könnte man stundenlang darüber sprechen, aber wenn du es runterbrechen müsstest, was auf die meisten Leute zutrifft. Ich habe das mal so ganz, 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 ganz klein bisschen mir nochmal so vorbereitet. Das sind natürlich, ist der große Rahmen wirklich der Phthalate. Das sind die Weichmacher, weil wir sind eine Generation, die ist mit Tupperware und Plaste groß geworden. Das sind nicht Toxine, sondern das sind mehr so Fremdöstrogene. Und die wirken im Organismus wie ein Hormon. Das heißt, die bauen eine Mastopathie, mehr Busen auf bei Männern. Die geben uns Frauen gerade an den Problemzonen Übergewicht. Die forcieren, und das ist studienmäßig sicher, hormonaktive Tumoren. Und dazu gehört das Dickdarmkarzinom, das Prostatakarzinom und das Brustkrebs, also Mammakarzinom. Also das ist der große Bereich. Dann sind es ganz viele auch, sag mal schnell, die Toxine im Sinne von Schwermetallen. Das ist das große Thema, wirklich Aluminium durch die Chemtrails. Und wir haben das hier gemessen. Ich bin umgefallen, als ich mein Regenwasser ans Labor Bremen geschickt habe. Nach 2 Tagen Chemtrails habe ich das Wasser aufgefangen. Überdimensional erhöht. Also wir sollten uns diesen Dingen auch wirklich ehrlich widmen und für die Dinge auch Sorge tragen. Das sind natürlich die großen Dinge, die gerade schwer entflammbare Chemikalien wie in Matratzen, wie in Möbeln, wie in Vorhängen, gerade Kleidungsstücke, die schwer brennen, aber die auch so schweißabweisend sind, sehr viele Sportunterwäsche. Das ist alles hohe Toxizität, wenn das auf uns Menschen direkt auf der Haut ist. Und so sind es natürlich die große Frage der chemischen Medikamente. Ja, also Antibiosen. Anti ist gegen das Leben. Das hat einen großen Einfluss auf die Immunität von uns Menschen. Es zerstört wesentliche auch, Mitochondrien, die Zellkraftwerke. Das ist auch ein Mikroorganismus. Nicht nur Antibiosen, auch andere Medikamente wie Pantozol gegen die Magensäure. Damit bin ich nicht mehr stark genug, Parasiten abzuwägen. Aber es hat alles Einfluss und wir ordnen es ein als Toxin, als Gifte. Und wenn man den Beipackzettel liest, dann sieht man Nebenwirkungen. Das sind nicht Nebenwirkungen, das sind die Wirkungen dieses Medikaments, die dann zu diesem Symptom führen. Und man sollte, wie bei Impfungen, auch bei einem Medikament immer Risiko und Nutzen abwägen. Das ist natürlich das große Thema Elektrosmog, Funkstrahlung. Das sind heute wahre Brandbeschleuniger, dass der Körper im Rahmen seiner eigenen Autonomie nicht mehr regulieren kann. Er kann da nicht mehr agieren, wo er jetzt in der Lage sein muss. Das sind Dinge, die wesentlich auch unsere Immunität herunterfahren. Und das ist das ganz, ganz, ganz große Thema Angst und Stress. Weil ich bin heute mit einer großen inneren Ruhe absolut gut in der Lage, vieles vielleicht zu kompensieren. Aber so wie Stress eine Rolle spielt, spannt mein Körper an, es fließt nichts. Und dann gibt es immer einen permanenten Rückstau. Und diese Dinge sind evolutionär über Jahrmillionen gesetzt in uns. Auch der Körper als Naturmedizin oder die Medizin ist eine Naturwissenschaft,
bindet sich immer an Regeln und Ordnung. Und da gibt es keine Ausnahmen, so wie wir Menschen Ausnahmen bei Regeln machen. Mhm. Und wenn dieser Ablauf dieser biochemischen Prozesse gestört wird, im Großen oder auch im Kleinen, wird es immer eine Disbalance geben. Und dann braucht Krankheit manchmal nicht, sie wird dir nicht nach einer Woche oder zwei Wochen oder fünf Wochen ein Signal geben, sondern der Körper antwortet über die Symptome nach oft erst Jahren. Mhm. Und das ist einfach so die Summation. Da habe ich jetzt noch gar nicht über die Gesundheit der Luft gesprochen. Das ist ein ernstzunehmendes Thema heute. Mhm. Und vielleicht auch noch gar nicht über die Hochwertigkeit der Belastung des Wassers. Mhm. Es ist halt die Summation. Mhm. Pestizide. Ohne Sorge zu machen. Ich habe das alles in meinen Händen zu verändern. Ich kaufe ein und kann vielleicht mich mal interessieren, was steht da hinten drauf. Und alles, wofür Werbung gemacht wird, kaufe ich sowieso bitte nicht. Mhm. Pestizide wie Glyphosat und so weiter, hast du ja vorhin auch schon angedeutet, die zählen natürlich auch noch mit rein. Und sehr wichtig ist halt Herbizide, Pestizide. Ja. Und da gibt es ja noch ganz viele Synergieeffekte, die man nie vollends erforschen wird, weil es gibt ja quasi Millionen von Möglichkeiten, weil es so viele chemische Substanzen oder toxische Substanzen gibt. Das heißt, man sollte sich darauf konzentrieren, sich möglichst wenig davon zuzuführen. Ja, und vor allen Dingen, man sollte es dabei belassen, dass man in dieser Zeit lebt, dass diese Belastungen da sind, aber allein schon das, was ich für mich tun kann, wird wesentlich einen Körper entlasten. Und er meint, er muss ein Piercing tragen und muss eine Tätowierung haben und er muss die Nägel lackieren und die Haarfarbe passt mir auch nicht. Das ist ein Toxindruck, der ist undiskutabel. Und ich kann mich aber, wenn ich jetzt fliege oder wenn ich in ein anderes Land reise, ich kann mich ja den Dingen, die äußerlich um mich herum sind, da kann ich mich nicht entziehen. Mhm. Und diese Kompensation, sich zu erhalten, die ist deutlich, wird entscheiden, ob ich in 20 oder in 30 Jahren noch ein Mensch bin, der steht da, kraftvoll. Denn wir reden immer so viel über Krankheit. Wir sollten darüber reden, was es eigentlich braucht. Und das tun wir jetzt, dass ich die Gesundheit stabilisieren und stärken kann. Und da muss ich eigentlich gar nicht für die Gesundheit was tun, sondern ich muss in dieser Zeit erstmal nur achtsam und wachsam sein, dass ich Dinge aus meinem Leben ausschalte, die für Kranksein auch sorgen. Und das fängt schon mit dem Benzotriazol an. Das ist in diesem Spülmittel, wenn ich jetzt hier reinmache, Geschirrspülmaschine, und da ist einfach, packe ich dieses Ding rein. Es ist eine Katastrophe, was es in uns macht, wie wir wieder als Endverbraucher, weil das Wasser geht in die Meere, es haftet sich dann dieser Stoff an das Plastik. Es kommt immer wieder zurück, ich esse den Fisch und es ist alles so klein. Und wenn ich da anfange, bewusster zu werden in dem, was ich tue mit mir, mit meinem Leben, dann muss das überhaupt nicht Rückschritt sein, sondern es ist einfach nur zurück zu dem, dass das Leben nicht mit jedem Tag sich selbst gegen etwas ankämpfen muss, was es doch zum Leben eigentlich überhaupt nicht braucht. Hm. Ja, auf jeden Fall. Und so können wir ja auch mit unseren bewussten Entscheidungen, auch auf den Konsum bezogen, aber auch auf andere Felder, können wir auch dem Planeten wieder sozusagen positiv beeinflussen. Ja, und ich würde auch bei den Kindern beginnen. Ne? Warum müssen Kinder Physik lernen? Warum müssen Kinder Chemie lernen? Warum dürfen die nicht Biochemie lernen, damit sie lernen, was ihr kleiner Körper alles braucht, dass er gesund bleiben darf und was ihn auch krank macht? Dann würden sie besser ins Leben vorbereitet sein, weil das Leben erdrückt sie voll Farben, voll Schönheit, voll wundervollen Dingen. Und wir aber als Erwachsene, wir tricksen diese Kinder ständig aus und machen sie bewusst schon krank, weil wir das geben wir ihnen zu essen. Das legen wir ihnen vor als Bonus, diese Bonbons und so weiter.
Und das ist etwas, was mich sehr traurig macht. Also sie haben gar keine Chance mehr, eine gewisse Stabilität sich aufzubauen, wenn nicht Mama und Papa da schon frühzeitig beginnen, die Kinder da ein bisschen von all diesen Dingen zu bewahren. Und das ist nicht mit Verboten zu tun, sondern mit einfach Vorleben, was ist in unserer Familie einfach normal. Mhm. Ja, das ist also echt ein riesiges Thema, das werden wir noch in einem anderen Interview besprechen. Das geht ja eigentlich schon vor der Schwangerschaft los, sozusagen, nicht nur bei der Frau, auch beim Mann. Und ja, geht dann über die Schwangerschaft weiter und auch wenn das Baby auf der Welt ist, dann werden ja schon die ersten medizinischen Maßnahmen empfohlen, gefühlt nach ein paar Tagen in großer Dosis oder Kombination, die dem Ganzen wahrscheinlich auch nicht so zuträglich sind, vorsichtig formuliert. Also ist nur meine persönliche Meinung. Sagen wir mal so, der erste Schritt ist erstmal Wissen bzw. Bewusstsein. Dann der zweite Schritt vielleicht, mit diesem Wissen und Bewusstsein, was ich habe, erstmal die Belastung zu reduzieren. Das ist ja auch schon mal, das geht ja nicht an einem Tag, in einer Woche, vielleicht nicht mal in einem Monat, aber Stück für Stück. Auch gar nicht, einfach, ist doch gar nicht notwendig. Ja. Weil es braucht dich ja, Mensch. Und nimm dir doch die Zeit, dich einfach damit zu beschäftigen. Richtig. Und wenn man da, sage ich mal, auf diesem Weg ist, was sind denn aus deiner Sicht so die, wie kann man dann anfangen, wenn man diese ersten ein, zwei Schritte schon gegangen ist, was, natürlich ist es auch individuell, je nach Vorbelastung, hat der Amalgam im Kiefer, hat der Nico und so weiter und so fort, aber gibt es so eine kleine, so ein gewisses System, wo du sagst, da kann man erstmal nichts falsch machen mit diesen ersten Schritten? Ja, das sind ja schon Dinge, die damit anfangen, dass ich weiß, was braucht mein Körper, damit er jeden Tag seine Hausaufgaben macht? Und das sind natürlich Dinge, dass ich schon sagen muss, bin schon erschrocken, manchmal wie wenig Menschen trinken, aber ohne Trinken geht's nicht. Ohne Trinken kann die Niere nichts rausbringen. Wenn ich morgens aufwache und sage erstmal, an Kaffeemaschine anmachen, einen Kaffee, den brauche ich, dann muss ich sagen, liebloser geht's gar nicht. Weil wenn ich morgens aufwache, dann nehme ich mir mal Öl in den Mund und ziehe das 10 Minuten durch die Zähne, egal welches, spuck das in ein Taschentuch und rein in den Papierkorb oder Mülleimer. Das ist so eine hohe Toxizität morgens. Die Leber hat ja nachts gearbeitet. Hat damit schüttet das gerade Fettlösliche, schüttet sie in den Darm. Und das, was wasserlöslich sie vorbereitet hat, ist jetzt, da trampelt die Niere wie die Pferde mit den Hufen. Das will jetzt raus. Wenn du jetzt aufstehst und nur einen Kaffee erstmal trinkst, hast du diesen bewussten Zustand völlig blockiert. Das heißt, der Körper trankt jetzt wieder zurück, er reintoxikiert. Und deshalb muss ich morgens aufstehen, dieses Ölziehen machen, weil ich damit auch aus der Mundschleimhaut unglaublich viel Toxine in den Speichel transferiere. Und dann putze ich mir kräftig die Zähne, kann auch die Zunge noch mal schaben und dann trinke ich einen halben Liter Wasser, vielleicht auch so ein bisschen mehr warmes, bitte, Wasser. Mein Körper hat eine Körpertemperatur, die Betriebstemperatur ist 36,8 bis 37,4, so 3. Und dann kann die Niere erstarren und hier rausbringen. Also erstmal fange ich bei dem ganz gesunden, natürlichen an. Wenn ich dann zum Beispiel abends noch ein paar Fußpflaster aufmache, das ist schon hochinteressant. Wir haben sehr viel Erfahrung, auch gerade bei Kindern. Dann werden sie sehen, wie auch die Füße als dritte Niere diesen Prozess mit beeinflussen. Das ist auch das Fußbad abends. Jetzt ist Winterzeit. Die Menschen gucken abends Fernsehen. Die machen einfach ein schönes Fußbad mit einem Basenbad. Sie müssen mal in der Apotheke, gibt es so Urinteststreifen. Gucken Sie, dass Sie mit diesem Bad auf 8,5 kommen, pH-Wert. Füße, das Blut hat einen pH-Wert von 7,4. Das geht nur nach außen. Das können Sie lokal machen mit den Füßen. Sie können auch einmal in der Woche oder zweimal in der Woche so ein Basenbad machen. Da ist der pH-Wert dann ebenfalls 8,5 und bleiben darin mal so eine Dreiviertelstunde oder anderthalb Stunden vorher die Haut richtig durchmazerieren. Unsere wirklich kranken Patienten, die sagen immer, sie sind nächsten Tag wie neu geboren. Also es passiert was und unterschätzen Sie das bitte nicht. Richtig mit der Trockenbürste vorher, dass der Körper krebsrot ist und dann in dieses Basenbad
Heutzutage kann man da mal einen Film gucken, einen schönen Weihnachtsfilm oder gut Weihnachtsoratorium hören oder ich weiß doch nicht was. Aber es sind Dinge, ich muss schon Lust darauf haben, mir Gutes zu tun. Unterschätzen Sie nicht Infrarotsauna, unterschätzen Sie nicht Bewegung. Wenn ich nur im Sessel sitze oder jeden Tag am Computer und mich nicht bewege, kann ja mein System auch nicht die Aktivität Ihnen gewähren, die es einfach als Dynamik für das ganze Mikrozirkulärsystem braucht, um das, was es gelöst hat, auch rauszubringen. Und so sind es ganz einfache Dinge. Also einfach nur die Phase 1 in der Entgiftung nennt man das, die sich auf zellulärer Ebene abspielt. Das ist eine Giftungsphase, nicht eine Entgiftungsphase, eine Giftungsphase, weil in dieser Phase 1 hochtoxische Zwischenmetabolite entstehen. Die sind toxischer als das Ausgangsprodukt. Ein Beispiel: Paracetamol. Also vorsichtig mit Paracetamol bei Kindern. Und wenn ich jetzt zum Beispiel viel Knoblauch esse oder Brokkoli oder Zwiebeln, dann bin ich dabei, auch Vitamin B6, das Glycin, gerade diese Phase 1 anzukurbeln und zu aktivieren. Johanniskraut, was ich nehme für Depression, ist hier sehr glycinhaltig und wirkt sehr aktiv anregend. Oder auch Gemüse, habe ich gesagt, Brokkoli, was habe ich noch geschrieben? Artemisin, der Bärlappen. Das sind alles so Dinge, die kann ich doch machen. Ich kann doch mal Sonnabend einladen zur Knoblauchparty. Und naja, manche sind. Am besten dann noch mit Einlauf. Ja, noch mit Einlauf. Jeden Monat nach Vollmond macht man sich einen Knoblaucheinlauf. Und was denken Sie, was das für Gleichgewicht schafft in Ihrem Körper, auch auf parasitärer Ebene? Aber das zu essen, nimmt denn der Raucher auf mich Rücksicht? Wissen Sie, warum kann ich nicht mal ein bisschen nach Knoblauch ausdünsten? Das muss man vielleicht individuell entscheiden. Aber ich sage das hier meinen Patienten und ich habe damit überhaupt kein Problem. Das ist nicht penetrant viel. Aber wenn es mal so ist, kann ich das auch vorleben, dass man da nicht irgendwie umfällt oder. Aber das sind so Dinge, die sind ganz wichtig und die sollte man vielleicht auch, dafür sind solche Bücher auch gut, mir die Dinge, die jetzt im Winter sind, dass sie mir bewusst sind, dass ich da eine Menge auch machen kann. Dann gibt es noch einen Hausarzt. Und der Hausarzt, der kann ja auch noch ein paar Sachen mal abklären. Also ich bin zum Beispiel, ich habe gestern wieder Werte gesehen, die sind einfach im Serum abgenommen. Aber Zink zum Beispiel. Zink ist so ein Multitalent. Wenn ich nicht genug Zink in meinem Körper habe, dann kann ich mich entgiften. So, dann können ganz viele Enzyme, die aber für die Entgiftung wieder wertvoll sind, nicht ablaufen. Und deshalb muss ich Zink im Vollblut messen. Und dann muss ich Zink substituieren. Da steht dann drauf, niemals mehr als 15 Milligramm. Wir substituieren manchmal bis 100, weil der Zinkwert im Keller ist. Ja, ist doch logisch, dass mir morgen irgendwas zum Problem werden muss, weil der Körper steht jeden Tag dem Leben gegenüber und muss alles irgendwo für uns jonglieren können. Und dieses Zink im Vollblut zu messen, ist dann ganz wichtig, um auch zu wissen, was muss ich jetzt vielleicht an Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehmen. Zink ist aber auch in vielen grünen Blattgemüse drin, was so tief dunkel ist. Oder Selen. Ne? Selen. Wer hat denn hier noch die Chance, überhaupt Selen aufzunehmen? Natürlich kann ich auch 6, 8 Paranüsse jetzt in der Weihnachtszeit essen. Aber das mache ich doch eigentlich nicht im ganzen Jahr. Und die Böden geben das überhaupt nicht mehr her. Auch nicht die Bioböden. Da kommt doch auch der saure Regen runter. Und so ist es so, das Natriumselenit, wir dosieren das dann gut, manchmal auf 150 oder auf 200 Mikrogramm. Patienten, die unter einer Chemotherapie und kein Selen nehmen, das ist tödlich, weil die Leber braucht dieses hohe Selen, 300, 400 Mikrogramm, um auch schnell das wieder zu entfernen, was jetzt das Gesunde alle mit zerstört. Und so sind es Dinge, das sind ja nicht viele Werte, das sind nur erstmal zwei Werte, aber wir haben unglaublich gutes Ankurbeln der eigenen Entgiftung wieder gesehen, weil wir diese beiden Dinge nur ausgeglichen haben.
Und Aminosäuren natürlich. Wir sprachen über die Aminosäuren. Das sind die Eiweiße, die wir dazu brauchen. Und da will ich niemand jetzt zu Rate ziehen beziehungsweise zu nahe kommen, der jetzt vegan ist. Aber bitte aufpassen und auch mal ein Aminosäureprofil dann machen, um zu schauen, bediene ich das noch oder bediene ich das nicht. Dafür sind solche Untersuchungen. Und da muss ich nicht einen riesengroßen Laborblock machen, aber da kann ich mir schon als Allgemeinverbraucher, kann ich nächste Mal mir den Knoblauch mitnehmen und hier mal einen Sack Zwiebeln und mal eine schöne Zwiebelsuppe machen und die Zwiebel viel mehr in meinem Alltag verwenden. Das sind Kleinigkeiten, aber die sind unglaublich wertvoll. Oder das Bio-Chlorella, ich betone Bio, weil das Bio-Chlorella, das hat so viel hochwertige Aminosäuren, da brauchst du dir nur gar keine Sorgen mehr machen, etwas nicht zu machen. Das hat genug Spurenelemente, das hat genug B-Vitamine und Chlorella vielleicht gar nicht mal jeden Tag, weil ich nehme ja 10 bis 25 Stück vielleicht pro Mal. Das sind so ganz kleine Presslinge. Aber Tage einbauen oder mal immer ein Entgiftungswochenende zu machen, wenn ich gesund bin, weil ich im Leben bin, weil ich in einer Großstadt lebe, weil ich genauso den sauren Regen hier habe mit so viel Aluminium durch die Chemtrails. Das wäre Gleichgewicht halten. Und so fängt man eigentlich an. Und es macht auch Freude, umzudenken und auch vielleicht Dinge zu erleben, wo man sagt, hey, habe ich gar nicht so für mich erdacht, dass es mir auf einmal so gut geht. Ich kriege irgendwie so mehr Power und mehr Kraft. Ja, warum denn? Weil ich mein Leber entlaste.